When you call Mr. So and so, when you call Mr. So and so. Stuttgart Mitte Rothenbühlplatz etwa 800, Stuttgart Mitte Schlossplatz etwa 2000. Ja. Und hier stand ich. Hier. Da 100 Meter und da 100 Meter. 1000 Menschen. Sie sind jung, sie sind voller Ideale und sie wollen die Welt retten. Jetzt ist er da. Ihr Tag. Gänsehaut. Wenn man da dann steht und dann schon wusste, das hat wohl schon funktioniert. Ganz genau wussten wir es noch nicht, aber man hat es auf jeden Fall stark geahnt. Man steht da drin und ja, das war der Höhepunkt. Seit 12.40 Uhr steht die Kette aus Menschen quer durch Süddeutschland über 110 Kilometer. Die letzten 5 Minuten wollen wir schweigen. Wie wir alle uns die Hände gegeben haben, links und rechts. Und ich dachte, Mensch, Mai, dieser Händedruck geht von Stuttgart bis Neu-Ulm. Und alle denken dasselbe. Da hat man sich unheimlich stark gefühlt. Wir sind viele und wir können was verändern. Das war schon in dem Moment, da war ich 22, das war schon sehr erhebend. Sie haben es geschafft. Die Kette steht. 400.000 Menschen fassen sich am 22. Oktober 1983 an den Händen und protestieren gegen die Stationierung von Atomraketen im Südwesten. Es ist eine der ersten, sicher aber die damals längste und bekannteste Menschenkette. Geschafft gegen immense Widerstände, auch aus den eigenen Reihen. Geschafft, weil alle, wirklich alle, aus den unterschiedlichsten politischen und christlichen Friedensgruppen das Gefühl der Bedrohung teilen und deshalb zuletzt alle an einem Strang zogen. ...1983 ist die Gefahr eines Atomkriegs sehr real. Der NATO-Doppelbeschluss sieht die Stationierung neuer Atomraketen in Westeuropa vor. Sollten die Verhandlungen über Rüstungskontrolle zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion scheitern. Die aber liegen auf Eis. Der Kalte Krieg ist 1983 auf einem Höhepunkt. Eine neu entwickelte Atomrakete mit besonders großer Reichweite und hoher Treffgenauigkeit, die Pershing 2, wollen die Amerikaner unter anderem hier in Mutlangen, einem kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb, stationieren. Immer mehr Menschen, quer durch alle Schichten, engagieren sich in Friedensinitiativen. Gespräche über einen möglichen Krieg werden Teil des Alltags. Da hatte ich ja auch mit unserer ältesten Tochter mal drüber geredet, die war damals, muss 15, 16 gewesen sein, ob sie nicht woanders hin leben wollte, denn hier sei es wirklich gefährlich, wir sind bedroht und wenn das Ende ist, dann ist alles kaputt und kein Leben mehr möglich. Und da sagte sie, nein, ich will besser alle zusammen sterben, als ich allein irgendwo. Also die Bedrohung, die war ja höchst realistisch. Das war ja nicht gesponnen, das war ja nicht ausgedacht, das war ja kein Märchen, das war keine Fantasie, sondern das war aufs äußerste Ernst. Man hat sich schon vorgestellt, wie Atomwaffen aussehen würden, auch auf Europa. Man hat die Bilder von Hiroshima gehabt. Das kann nicht euer Ernst sein, das geht nicht, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber was dem entgegensetzen? Friedensaktivisten suchen im Juni 1983, also 4 Monate zuvor, nach einer Antwort. Heute gilt es, eine neue Qualität des Widerstandes denjenigen entgegenzusetzen, die nach wie vor unbelehrbar an Wettrüsten stationieren. Geplant eine große Aktion im Herbst. Machen wir eine Großdemonstration in Stuttgart.
wie viele Friedensgruppen wollten, eher die aus dem ganz linken Spektrum. Oder von der anderen Seite her blockieren wir die Meile Barracks in Neu-Ulm. Das wollten eher die gewaltfreien Aktionsmenschen, die auch von Mutlanger her stark beeinflusst waren. Und zunächst sah es so aus, als ob es da eigentlich gar keine Brücke gäbe, als ob es da irgendwie keine Verständigung gäbe und dass möglicherweise sogar die Friedensbewegung zerbricht in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland. Ich sehe das, einiges ufert hier aus. Wir beklagen uns darüber, dass wir von einem Teil der Versammlung majorisiert werden, genau genommen vom DKP-DFU-Spektrum. Deswegen haben wir im Ausschuss der Friedensinitiative beschlossen... Zermürbende, ausufernde Debatten, zwei heiße Sommertage lang. Zuletzt rettet Moderator Uli Thiel hier im rotkarierten Hemd die verfahrene Situation. Was mit den Raketen geschieht. Und dann kam ja Uli Thiel mit seinem Kompromissvorschlag, der eigentlich gar kein Kompromiss war, sondern einfach nur eine geniale Idee. Und er dann eigentlich Darsteller konnte glaubhaft, ja gut, so eine Menschenkette... Es wäre ja letztlich beides. Es wäre eine Art von Demonstration, aber es wäre gleichzeitig auch eine Form der Blockade. Es wird ja eine ganze Straße blockiert für eine halbe Stunde oder so. Ich weiß, dass wir jetzt an einen Knackpunkt kommen, wo wir entweder weiterkommen oder wo uns dies nicht gelingt. Da waren noch viele Bedenken da, ob das klappt und überhaupt und die Menschenkette. Und manche haben dann gesagt, oh, da friert man sich auf der Alp nur den Arsch ab und da hat nichts und zieht ein keiner und dieses. Und man müsste doch nur große Demos machen, das sei das Wichtigste. Und ohne Uli Thiel hätte es die Menschenkette nicht gegeben, nee. Sicherlich nicht, sondern die Aktionskonferenz wäre wahrscheinlich im Streit auseinandergegangen. Uli und Sonnhild Thiels Haus in Karlsruhe ist damals Treffpunkt für Friedensbewegte von überall her. Hier ziehen sie ihre drei Kinder auf. Hier organisieren sie unzählige Friedensaktionen, unter anderem die Menschenkette. Sonnhild Thiel ist bis heute aktiv für die Deutsche Friedensgesellschaft. Ihr Mann Uli vor einigen Jahren gestorben. Die beiden überzeugten Pazifisten haben für ihre Überzeugungen viel auf sich genommen. Sie mussten Hausdurchsuchungen erdulden, waren im Visier der Stasi. Vermutlich auch des Verfassungsschutzes und Uli Thiel als Lehrer riskierte Berufsverbot. Ihr Haus erzählt die Geschichte ihres Widerstands gegen Kriegsdienst und Aufrüstung und atmet den Zeitgeist der 80er Jahre. Solche Jute-Taschen hat mein Mann immer gehabt. Irgendwelche Jute-Taschen, wenn es ein Wochengewehr oder diese. Er ohne Jute-Tasche wäre nicht möglich gewesen. Im Wohnzimmer saßen auch welche, die haben Besprechungen gemacht. Ganz oben unterm Dach, da saßen zwei, die gearbeitet haben. Ich war teilweise oben, mein Mann auf der anderen Seite. Da war also wirklich, war viel los. Das Telefon vom Flur hat jemand genommen, hat im Klo telefoniert daneben dran, weil das der ruhigste Ort war. Und die drei Kinder, die wir hatten, als ich die abends ins Bett bringen wollte und die sollten dann ins Bad und sollen sich waschen und dann, als ich feststellte, dass im Bad die Diashow gezeigt wurde, angeguckt, so geht's nicht, die Kinder müssen jetzt gewaschen werden, die müssen ins Bett, jetzt ist Schluss. Also Uli Thiel war ein ganz besonderer Mensch, einfach auch schon von seiner Persönlichkeit her. Er war ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr besonnener Mensch, aber auch ein sehr entschiedener Mensch. Manche haben sogar gesagt, er sei manchmal zu stur. Also er hatte schon einen klaren Kompass und hat immer wieder versucht zu überzeugen. Er wollte sich von keiner Partei vereinnahmen lassen. Weder von der CDU noch der SPD noch von der DKP. Er hatte vor allem christliche Motive. Er hat es damals sehr eindrucksvoll erläutert, um gegen diese Massenvernichtungsmittel zu protestieren. Er war sehr stolz darauf, dass es ihm gelungen war, eine so große Volksversammlung, wie er es nannte, zu organisieren. Noch ist da nicht viel mehr als ein Plan. Eine Kette aus Menschen auf der Bundesstraße 10, die zwei amerikanische Armeeeinrichtungen miteinander verbindet. Die Kommandozentrale der US-Streitkräfte in Stuttgart und die Wiley Barracks in Neu-Ulm. Ein weiterer Stationierungsort für Pershing 2 Atomraketen. Als wir erstmals dann Anfang Juli die Strecke so Abschnitt für Abschnitt abgefahren haben, war das schon ein
bisschen gruselig, wenn man das so sagen will. Weil es war in der Tat sehr, sehr lang, 108 Kilometer, die vielen Streckenabschnitte, und sich da vorzustellen, dass da überall Menschen stehen sollen. Irgendwie galt ja das Wort von Uli Thiel damals, was gilt die Wette, wir schaffen die Kette. Ein Spruch, der ihnen Mut machen soll. Im Juni 83 startet in der Stuttgarter Schlossstraße 79 die Organisation der Menschenkette. Aktionsbüro Herbst 83, guten Tag, hier ist Paul Brinkmann. Martina Schwendemann vernachlässigt ihr Studium vorübergehend. Das Gefühl, hier bei etwas wirklich Großem dabei zu sein, teilt sie mit den anderen. Ich glaube, im ersten Stock war es. Aber lang ist es her. Sonst hat sich gar nicht so viel verändert. In Debingen ist ein Sonderzug ausgefallen, das sieht auch nicht mehr so. Obwohl, das müsste auch rein. Da ist sie, 1983 im Aktionsbüro. Sie starten bei Null. Vorbilder für so lange Menschenketten gibt es nicht. Computer gab es ohnehin noch keine. Also wir hatten noch eine Schreibmaschine, ein paar Schreibtische, ein paar Stühle und arg viel mehr. Und Telefon, das war natürlich noch da. Und sonst arg viel mehr haben wir gar nicht drauf, ein paar Regale. Sie sind eine heterogene Gruppe aus einem breiten Spektrum an Friedensinitiativen. Erstmal müssen sie sich zusammenraufen. In der Ecke übrigens telefoniert Gottfried Herle. Es gab dann die üblichen Streitereien von damals, die WG-Streitereien, wer putzt die Küche, wer putzt das Klo, wer putzt die Treppe. In Stuttgart ist das ja ganz wichtig auch. Ich hatte nicht den Eindruck, wenn ich morgens aus dem Haus bin, ich gehe jetzt arbeiten, sondern das war so der Eindruck, wir versuchen das jetzt hinzukriegen. Und so. Und da hat man auch nicht um 5 abends aufgehört. Wir haben dann weitergearbeitet, so lange, bis irgendwie es keinen Sinn mehr hatte, weil niemand mehr erreichbar war oder weil wir dann doch irgendwann müde waren. Wir wollten auch in Grenzen auf jeden Fall die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden, also auch mit der Polizei. Und deshalb haben wir auch beschlossen, okay, wir suchen das Gespräch, wir bitten um einen Termin, und den haben wir dann auch bekommen. Beim Roman Herzog, damals Innenminister in Baden-Württemberg, er hat dann seinen Polizeipräsidenten noch dazu genommen. Das hat uns schon beeindruckt, mit welchem Engagement hier die Veranstaltung vorbereitet wird. Und das Innenministerium hat zunächst gesagt, 5 Minuten, aber nicht länger. Und dann muss die Kette sich wieder auflösen. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen mindestens 20 Minuten, um hier ein deutliches Signal zu setzen. 20 Minuten darf kein Verkehr mehr rollen auf der B10. Das war unsere Forderung. Da spürte man schon, das wird eine Bewegung, die schon Dimensionen annehmen wird, die wir bisher in der Bundesrepublik in dieser Form nur bei den Demonstrationen gegen die zivile Nutzung der Atomenergie hatten. Uli Thiel, der das alles angestoßen hat, ist Lehrer und muss unterrichten. Trotzdem kommt er mehrmals in der Woche. Hat müssen auch Streit schlichten. Da gab es ja auch manchmal Auseinandersetzungen zwischen Einzelnen. Sogar sind mal 2 aufeinander losgegangen. Und es waren halt Hitzköpfe. Na gut, das waren dann auch teilweise Gruppierungen, die schon von Mutlange her geprägt waren. Die haben gesagt, wenn wir blockieren in Mutlange, dann kündigen wir das bei der Polizei auch nicht an, sondern wir setzen uns einfach auf die Straße. Und am 22.10., da stellen wir uns halt auf die Straße. Wir setzen uns nicht hin, wir stellen uns auf die Straße. Und jede Kooperation mit staatlichen Behörden ist eigentlich konträr zu unseren Zielen. Wir wollen zivilen Ungehorsam letztendlich betreiben und über zivilen Ungehorsam die Politik so unter Druck setzen, dass er über die Stationierungsabsicht aufgibt. Die Mehrheit im Aktionsbüro will aber kooperieren. Auch die Deutsche Bahn ist ein wichtiger Partner. Gottfried Herle organisiert die Sonderzüge. Zu Hause in Leutkirch warten seine Eltern, dass er in die Familienbrauerei einsteigt. Sein Studium hat er schon abgeschlossen. Aber das hier ist für ihn jetzt wichtiger als alles andere. Am Anfang haben wir gedacht, es werden vielleicht 10, 15 Sonderzüge, aber dann mit jeder Woche sind es mehr geworden. Und ich bin dann
wöchentlich dann zur Bahn gegangen in Stuttgart, zur Bundesbahndirektion, und gesagt, jetzt kommt da noch ein Zug her und da kommt noch ein Zug her und da kommt noch ein Zug her. Und das war dann für die Bahn zunächst natürlich ein Problem, weil wie bringen wir die Züge überhaupt hier auf die Gleise? Wo bringen wir überhaupt die Züge her? Das war dann das nächste Problem. Wo kommen die 48 Züge her mit den Waggons und alles? Aber die waren aufgeschlossen. Die waren da sogar, das kann ich sagen auch, von einem bestimmten Geschäftssinn beseelt. Die haben gesagt, okay, ihr zahlt ja die Züge, wir mussten die alle bar zahlen. Also es war alles Vorauszahlung, das ging nichts mit Rechnung. Sondern die Bahn wollte immer zuerst Cash auf dem Tisch und dann hat die Bahn erst freigegeben, okay, der Zug fährt. Dann haben wir auch von der Bundesbahn mitgeteilt bekommen, wann die Sonderzüge anfahren werden. Es waren ja 48 Sonderzüge angekündigt. Und da wussten wir auch ganz genau, von wo die kommen und wer der Anmelder ist oder der Veranstalter für diesen Sonderzug. Also da waren wir schon sehr sicher, dass wir da eine friedliche Demonstration bekommen werden. Ich habe den Aktionsleitfaden geschrieben. Das war so ein kleines A5-Heftchen. Und dann ist mir das irgendwann eingefallen, wie man das machen könnte. Haben wir dann beschlossen, oder hatte ich dann die Idee, dass man sagt, es gibt verschiedenfarbige Luftballons. Und wir ordnen jedem Bus, der sich anmeldet, ordnen wir eine Farbe zu. Und die Orangenen laufen nach Osten. Orange, Ost. Und die Blauen laufen nach Westen. Christa Herz vom Aktionsbüro. Ich wollte wissen, wie viele Berliner runterkommen zu uns nach Stuttgart oder Ulm. Also versucht mal zu verhindern, dass die Leute mit dem Privat-Pkw fahren. Stuttgart ist die Zentrale, in der die Fäden zusammenlaufen. Aber sie arbeiten eng mit vielen Friedensinitiativen im Land zusammen, die vor Ort mithelfen und Menschen für die Kette mobilisieren. Harald Neb ist zu der Zeit evangelischer Pfarrer in Urspring, einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb. Als die Einheimischen erfahren, dass hier Ende Oktober eine Menschenkette durchführen soll, sind viele irritiert. Eine Menschenkette? Mitten durch ihr Dorf? Der Pfarrer dagegen findet die Idee sofort großartig. Er stammt aus Berlin und hat lange in Südamerika gelebt. Manchmal fremdeln der weltläufige Seelenhirte und seine Gemeinde etwas miteinander. Er lebt schon lange nicht mehr hier, aber alle kennen ihn noch. Der Hirsch ist in den 80er Jahren Treffpunkt der Urspringer Friedensgruppe. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Vor der Menschenkette, je näher sie rückte, desto öfter haben wir uns hier getroffen und sozusagen richtig die Logistik besprochen und das klar gemacht, was jeder zu tun hat. Ich habe ja immer Schiss gehabt, dass mir die Kirchenleitung einen auf den Deckel gibt. Mhm. Weil ich habe ja laufend einen auf den Deckel gekriegt. Laufend. Mhm. Und da dachte ich, Menschenskind, wenn das ganze Unternehmen schief geht, dann bin ich geliefert. Mhm. War so meine tiefe Angst. Also ich habe massiven Widerstand im Kirchengemeinderat gespürt. Und hier im Hirsch auch, jetzt denkt mal dran, da drüben, Stammtisch, strammer CDUler, der hat mich mal wutentbrannt angeschrien. Du, der Sachi, du glaubst das erst, wie die gefährlich die sind, wenn dir die Russe die SS-20 in die Vorgabe stellt. Weißt, vors Haus stellen. So, wutentbrannt. So, im Grunde hat er mir gesagt, du bist ein absoluter Vollidiot. Zu denen, die das anders sehen als der Pfarrer und seine Friedensgruppe, gehört damals auch der Landwirt Konrad Maurer. Ich war so streng gläubig erzogen worden, kommt plötzlich ein Pfarrer und den muss man mit dem Vornamen anreden. Das war für mich schwierig, oder am Anfang schwierig, dann später ist dann schon gegangen. Harald Neb ist immer im Wirtshaus gehockt und wenn ich dann gekommen bin, haben wir noch gleich diskutiert. Über die Friedensbewegung und über das Aufrüsten. Und damals die Regierung wollte ja die Nachrüstung. Also die Russen haben ja zuerst die SS-20 erneuert. Und dann hat es geheißen, die NATO muss dann die Pershing aufstellen. Da war ich dafür, dass man die Pershing aufstellt. Nachrüstung, Menschenkette. Viele im Dorf wissen nicht, was sie beunruhigender finden sollen.
Vor allem, als sie erfahren, wer hierher in die Menschenkette kommen soll. Wir waren einmal mit dem Hedley oder Martin und ich in Darmstadt an einem Abend und haben die Friedenstruppen da, die verschiedenen Gruppen, getroffen, unter anderem auch die Widerstandsgruppe gegen den Bau der Startbahn West. Mhm. Und dann sind wir normal hingefahren, er und ich, also dein Mann und ich, und haben beide erlebt, wie es dazu geht. Oben von den Baumhäusern, Wurfgeschosse runter auf die Polizisten, habe ich gesagt, Mensch, heilige Scheiße. Wenn die sie hier so aufführen. Davor hatte ich am meisten Angst. Und die Bilder in den Nachrichten scheinen diese Ängste ja auch zu bestätigen. Dass die Mehrzahl der Demonstrationen aber friedlich verlaufen und die meisten Demonstranten Anwohner sind, die Gewalt ablehnen, wissen viele nicht. Das Ehepaar Treber ist tief verwurzelt in der Bürgerbewegung gegen die Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Sie teilen die Ziele der Friedensbewegung. Deshalb ist für sie sofort klar, wir mobilisieren unsere Leute für die Kette. Doch Wilma Frühwach-Treber will sich vorher erst mal alles ansehen. Also es hat mir gut gefallen, so als Gegend, wo ich denke, da kann man mal ausspannen. Und ich habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich auch insgesamt in eine andere Welt gekommen bin. Denn als wir ausgestiegen sind und das Empfangskomitee, das da war von Männern und Frauen aus Ursprung, hat sich auf diesen jungen Mann, der mein Fahrer war, konzentriert. Und sie haben ihn begrüßt und sie haben mit ihm gesprochen. Und ich dachte, die Emanzipation der Frau ist in Ursprung noch nicht angekommen. Viele Vorbehalte gilt es da erstmal auszuräumen. Auf beiden Seiten. Ich habe damals eine Latzhose gehabt, eine Jeans-Latzhose. Und diese kleinen Buttons, die wir da hinten, die Buttons haben, die kleinen sind damals rausgekommen. Da habe ich ganz viele alle auf dem Latz gehabt. Alles, wogegen ich bin, wofür ich bin, das war alles da drauf. Und dann habe ich so einen ganz kurzen Haarschnitt gehabt und habe rotes Henna-Haar gehabt. Und ich bin von meinem Outfit sicherlich sehr gewöhnungsbedürftig gewesen für die Hausfrauen auf der Schwäbischen Alb. Und da waren sehr liebe, nette Frauen unterschiedlichen Alters, die haben mir berichtet, dass sie gerne Kuchen backen und dass sie schon mal eine große Veranstaltung versorgt haben, wo über 400 Menschen waren. Und da dachte ich, ich muss in Ohnmacht fallen. Weil mir war natürlich klar, wir kommen nicht mit 400, wir kommen mit 4000 oder mit 8000. Und wie soll das gehen? Die Menschenkette. Ein einziges riesengroßes Chaos? Manche befürchten das. Zugleich ist da aber auch eine große Welle an Solidarität. Der linke Motorradclub Coole Wampe ist mit im Boot. Am Tag der Kette werden Andrea Rihorik und viele andere Motorradkuriere helfen, die Menschen auf der Strecke zu verteilen. Frauen waren willkommen und es war nicht so eine Macho-Männer-Domäne, wie man vielleicht damals noch hatte im Motorradfahrerbereich. War gut. Wir hatten früher auch so Telefonlisten, wenn zum Beispiel die Nazis in Mannheim oder so aufmarschiert sind, hat man ganz schnell mobil gemacht und wir sind da hingefahren innerhalb von einer Stunde. Und noch eine Hürde taucht auf. Ein Bundesligaspiel in Stuttgart macht der Polizei, aber auch den Organisatoren der Kette große Kopfschmerzen. Der VfB Stuttgart soll am Samstagnachmittag im Neckarstadion gegen Bayern München spielen. Ende wäre genau zu der Zeit, zu der sich auch die Kette auflösen wird. Hunderttausende Menschen würden die Stadt verstopfen. Ich kann mich noch erinnern, das war irgendwann Anfang Juli bereits an den Meier Vorfelder geschrieben, der damals Präsident beim VfB war. Und habe um eine Verlegung des Spieles gebeten, vielleicht einen Tag vorher das Spiel zu machen, also nicht am Samstag, sondern am Freitag. Und da kam dann relativ rasch eine Antwort von Meier Vorfelder selber, nee, also das kommt gar nicht in die Frage, Fußballspiele werden nicht verlegt, wir sollten doch lieber unsere Menschenkette verlegen. Die Stimmung im Stuttgarter Aktionsbüro in diesen Tagen? Extrem angespannt.
die größten Streitpunkte oder einer der größten Streitpunkte war immer die Frage, wer redet auf den Kundgebungen? Da wurde jemand, weiß gar nicht mehr, wer es war, aus dem linken Spektrum beauftragt, die FU beauftragt, einen Brief an den Stefan Heim, glaube ich, zu schreiben, den man als Redner haben wollte auf einer der Kundgebungen. Der ostdeutsche Schriftsteller war ein Vertreter der unabhängigen, regimekritischen Friedensbewegung in der DDR. Und das hat er dann auch gemacht, aber er hat gleichzeitig einen Brief an Honecker geschrieben und die Bemühungen der offiziellen Friedensbewegung der DDR anerkannt, was ja natürlich ein No-Go war. Ein Brief aus der Perspektive der DKP und damit auch der DDR, in dem er schreibt, dass mit der Einladung nicht die ernsthaften Friedensbemühungen der DDR in Misskredit gebracht werden sollen. Ich war empört, so wie andere auch. Also es war die DDR, das ging gar nicht, dass man im Honecker hofiert. Wir haben ja mit der Einladung an Stefan Heimauer Zeichen setzen wollen. Wir wollten eben auch sagen, es gibt auch in Osten eine Friedensbewegung, die viele Positionen mit uns teilt, die sich teilweise auch gegen die SS-20-Rüstung damals gewendet hat. Und wir sind alles andere als staatshörig. Wir haben uns auch bei der Bundesregierung nicht dafür entschuldigt, dass wir einen Alfred Mechtersheimer einladen und einen anderen Rüstungskritiker. Wir fragen nicht. Und dann gab es eine riesige Debatte und die ging dann riesige Aufregung, dass die sich entschuldigen müssen und es zurücknehmen, dass man sie rauswirft, was weiß ich, was alles. In einem zweiten Brief distanziert sich die Mehrheit im Aktionsbüro ausdrücklich vom ersten Brief. Der Briefschreiber muss gehen. Und eine verantwortungsvolle Aufgabe neu besetzt werden. Die Aufsicht über die Finanzen. Die Menschenkette finanziert sich über Spenden und Aktionen der einzelnen Friedensgruppen. Das Aktionsbüro erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Kettenbändern, Plakaten und Buttons. Und es bezahlt seinen hauptamtlichen Mitarbeitern einen bescheidenen Lohn. Ursula Maurer übernimmt das jetzt alles. Ich dachte, die Nummer kann ein bisschen zu groß für mich sein. Aber ja, wer macht sonst? Ja. Und ich hatte das Vertrauen eigentlich von allen. Und dieses Vertrauen war wichtig. Denn Ursula Maurer kann auch den Vorwurf entkräften, mit dem die Friedensbewegung in diesen Tagen immer wieder konfrontiert wird. Ich kannte die Kontoauszüge, die sind mittlerweile natürlich vernichtet, ja. Da kam nie und nimmer eine Überweisung vom Osten und das hätte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war, wie gesagt, politisch undenkbar. Wäre eine Überweisung vom Osten gekommen, die wäre sofort zurücküberwiesen worden und mit einem riesen politischen Getöse. Und dann ist er auf einmal da. Der Tag, auf den so viele schon so lange hinarbeiten. Der 22. Oktober 1983. Frühmorgens ist es eisig kalt, aber klar. Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, ob das Projekt Menschenkette nicht doch im Chaos enden wird. Mein Tag ging los, als ich wahrscheinlich nur Kaffee getrunken habe, weil ich zu aufgeregt war zum Frühstück, das weiß ich nicht mehr. Und dann in meinem roten Käfer, glaube rot oder rote war es, da hochgefahren bin zum Flughafen. Den S-Bahn gab es da nicht, also musste ich mit dem Auto da hochfahren. Zu diesem Hubschrauberterminal. Den Hubschrauber haben sie gemeinsam mit einer Filmfirma gemietet. Sie wollen ihren eigenen, unabhängigen Beweis dafür, dass ihre Kette überall geschlossen ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen an diesen Hubschrauber unten eine Friedenstaube hinkleben, weil wir wollten ja schon auch sehr runtergehen, dass man auch so von Namen filmen kann, also nicht nur oben, weit oben bleiben. Und wir wollten nicht, dass man mit einer Kamera über die Menschen in der Kette fliegt und die Kamera sehen, dass die dann denken, es filmt der Verfassungsschutz. Oder? Aus allen Richtungen rollen Sonderzüge, insgesamt 48. Alle voll besetzt. Also zur Blockade bin ich leider zu feige, aber irgendwas möchte ich ja tun, da gehe ich wenigstens in die Menschenkette. Ein noch mehr an Waffen in unserer Bundesrepublik ist für mich einfach nicht ertragbar. Das geht bis in mein christliches Gewissen hinein. Und auch wenn ich schon Seniorin bin, mache ich doch mit bei der Friedenskette.
Zuletzt ist das Aktionsbüro von Anmeldungen fast überrollt worden. Manche machen sich noch ganz spontan auf den Weg. Der Veranstalter ging etwa von 150.000 aus, die kommen würden, rechnete, dass ein Meter pro Demonstrant abgedeckt werden wird. Und man hat dann schon bald gesehen, dass es mehr sein werden. Die Polizei im Großeinsatz. Sie rechnet fest mit einem Verkehrschaos. Auf der B10 gilt an diesem Tag Tempo 50. Und das Bundesligaspiel gegen die Bayern wurde zuletzt doch noch verlegt. Sehr zum Ärger des VfB-Präsidenten. Und der hat geschäumt, das wollte der nicht, aber der musste es machen. Das ist wirklich das einzige Mal, dass uns sowas gelungen ist, das im Fußballspiel deshalb. Sonst ist es immer umgekehrt. Ne? Und bis zur letzten Minute gibt es zahlreiche Auflagen. Es wurde auferlegt, dass der Querverkehr laufen muss, dass die Kette geöffnet werden muss, wenn Querverkehr kommt. Lediglich eben in der Zeit von 12.45 Uhr bis 55 durfte festgeschlossen werden. Das waren so die Auflagen. Nur 10 Minuten Menschenkette erlaubt das Innenministerium. Zu wenig finden die Organisatoren. Sie fordern unverdrossen 20 Minuten. Immer noch weiß keiner, ob auch wirklich alles klappen wird. Die Motorradkuriere von der Coolen Wampe jedenfalls sind bereit für ihren Einsatz. Es fuhren immer einzelne von uns Streckenabschnitte ab bis zum nächsten und man hat die Informationen so und so weitergeleitet. Anders Handy gab's nicht. Dann fuhr man mit dem Motorrad mal eine Stückle in die Richtung und guckte, wo wenig Leute stehen, dass da ein bisschen zusammengeschoben wird, wo mehr Leute standen, dass man sagt, geht ein Stück weiter. Also wir standen an der Kreuzung, haben mit der Polizei ein bisschen kommuniziert, wie das dann ablaufen wird, dass man dann eventuell die Querstraßen sperrt, was wir dann auch gemacht haben. Und dann kamen immer mehr Menschen, kamen unglaublich viele Menschen. Das war toll. Es kam dann durch die Vielzahl der Teilnehmer dazu, dass das an manchen Stellen nicht mehr eingehalten werden konnte, dass auch in Zickzackform dann aufgestellt wurde und man hatte einfach sich mit der Realität abgefunden. Wäre natürlich auch unsere Aufgabe gewesen, hätten Leute jetzt da randaliert oder hätte sich das in irgendeiner Form eskaliert, dass wir zur Deeskalation beitragen. Das war mit der Polizei auch abgesprochen. Die waren auch vor Ort, haben sie aber sehr dezent im Hintergrund gehalten. Und man hat versucht, es selber zu lösen. Wir waren schon beeindruckt, dass das organisatorisch gemeistert wurde. Wir waren etwas skeptisch, ob sie das schaffen würden, aber war beeindruckend. Ne? Im Nachhinein sehe ich das so, also dass schon das Bindeglied zwischen Polizei und Demonstranten, da waren wir, glaube ich, schon wichtiger, als wir es uns vielleicht selber in dem Moment vorgestellt haben. In der Zeit gab es große Feindbilder und in unseren Kreisen gab es auch berechtigte Feindbilder, aber wir haben an der Stelle sehr, sehr gut zusammengearbeitet und das hat super geklappt. Und Urspring erwartet aufgeregt seine Gäste aus Südhessen. Ich wusste, heute passiert's und es klappt oder es klappt nicht. Als Christenmensch pflege ich die Hände zu falten und zu beten, das habe ich auch da getan. Das Bewusstsein, nicht von Gott verlassen, sondern von ihm begleitet zu sein, gibt auch in Zeiten allerhöchster Spannung irgendwo ein gutes Gefühl. Wer kommt wann, kommen die alle pünktlich, stimmen die Verabredungen, klappt das alles? Hoffentlich passiert nichts. Hin und her gerissen zwischen den besorgten Dorfbewohnern und den kämpferischen Südhessen verfasst der Pfarrer ein Flugblatt. Es soll im Zug verteilt werden. Bitte werft nichts, aber auch gar nichts in die Landschaft, weil das die Menschen in unserer Region sehr verärgern würde. Da waren einige dabei, die haben gesagt, um Gottes Willen, wenn das unsere Leute lesen, tu's mal lieber weg, verteil's mal lieber nicht. Seid bitte fantasievoll, bringt Blumen mit, tanzt, lacht und singt, übt Zauberkunststücke ein. Wir haben uns da gar nicht so als
Adressaten gefühlt, weil das war ja für uns irgendwie selbstverständlich. Wir sind da zu Gast, wir kommen dahin, wir wollen eine bestimmte politische Idee unterstützen durch unsere Teilnahme. Wir wollen auch, dass es erfolgreich ist. Es war schon der Sorge da, man hat eben morgens, bevor die kamen, noch schnell die Wäsche versorgt. Dann hat man den Hof irgendwie so weit wie möglich zugemacht und zugestellt, hat die Rollläden runtergelassen und hat halt mit einer Kombination aus Spannung und Ängstlichkeit erwartet, was da kommt. Menschen, sehr viele Menschen. Von allen Dörfern auf der Alp erlebte Urspring den größten Ansturm. Der Bahnhof ist eingerichtet gewesen für 7 Waggons. Wir hatten aber das, was möglich war, das Maximalste, was möglich war. 15 Wagen hatten wir, mit dem wir mit einem Zug angekommen sind. Und da mussten von uns aus Leute gestellt werden, die im Zug und die außen aussteigen und rausgehen und welche, die drin sind und praktisch diese einzelnen Türen bewachen, dass da ja keiner aussteigt, der dann auf die Gleise fällt. Sondern dass alle im Zug durchgehen, dass sie in diesem Bahnhofsabteil sind. Dann waren wir da auf diesem Hochebene. Da ist es, hat zwar die Sonne geschienen, aber es war sehr kalt, war ein kalter Wind. Und dann sind die Leute da von der Schwäbischen Alb gekommen und haben uns Kuchen und Kaffee gebracht. Und ja, wir haben dann zum Teil auch mit denen gesprochen, aber es waren zwei Welten, das war ganz klar. Es war zu erwarten, dass Menschen ängstlich reagieren, wenn etwas passiert, was sie nicht kennen. Und was ihnen, sagen wir mal, ein gewisses Bauchkribbeln verursacht. Und es war ebenso zu erwarten, dass wenn die Menschen merken, es gibt keinen Anlass, sich zu fürchten, dass sie sich dann freuen und öffnen. Und so war es auch. Eine Frau hat mir erzählt, eine alte Frau in der Kirchstraße hat mir erzählt, als sie gemerkt hat, dass die vielen, vielen, vielen tausend Menschen, die an ihrem Fenster ohne Ende, ohne Unterlass vorbeizogen, dass da nichts passierte. Da sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen und sie hätte die Rollläden wieder hochgemacht. Und ich hatte einen von den Kuhle-Wampe-Leuten bei mir im Arbeitszimmer postiert, in einem schönen alten Ledersessel. Und der hat da gesessen und theologische Bücher gelesen. Dieser coole Wampermann hatte wiederum organisiert, dass er regelmäßig sozusagen von anderen Leuten dieser Motorradgruppe die Strecke immer abfuhren. Und die kamen immer wieder zurück und haben gesagt, wir können auf jeden Meter 100 Leute stellen. Nicht nur einen, sondern 100. Wir haben die völlig entspannt. Die haben so schreckliche Angst gehabt vor uns, wo wir gesagt haben, naja, wir gehen dahin, wir zeigen denen, dass wir so nicht sind. Emotional habe ich mich zunehmend, je länger der Tag dauerte, entspannt und entkrampft und mich einfach in die heitere und bewegte und zum Schluss auch tanzende und in die Hände klatschende und sich umarmende Masse der Menschen reinfallen lassen. Genau so war es. Ne? Also ich weiß nicht, in wie viel Armen ich gelegen habe, aber es waren viele. Das kann ich mir glauben. Also es waren viele und es war sehr, sehr schön. Ist doch friedlich. Und die Hand machen kein Krawall und nichts, sondern ist doch egal. Da sollen sie doch ruhig von Mannheim und von weiß Gott herkommen. Das ist einmalig. Das haben wir noch nie verlebt. Das ist einmalig. Einmalig. Wir sehen es halt im Fernsehen und da ist oft geht's auf ganz halb her. Nicht nur in Urspring. Überall zwischen Stuttgart und Neu-Ulm entlang der B10 ist die Kette geschlossen.
Das bestätigen alle. Polizei, Medien und im Hubschrauber der Friedensbewegung Martina Schwendemann. Ja, das war, ich war einfach nur noch sprachlos. Ich glaube, ich hätte gar nichts mehr sagen können. It's easy if you try. Wir sind so viele, ja, also wir hätten auch eine doppelt so lange Kette machen können, weil so viele das Thema wichtig finden. Und die haben dann gesehen, unsere Friedenstaube, und haben sie hochgewunken und wir haben runtergewunken und haben gegenseitig gejubelt und uns gefreut. It isn't hard to do. Wir sind stark, wir sind viele. Eine gewaltige Euphorie ergreift alle. Natürlich, wenn man Bilder von damals anguckt, dann gerührt, ja? Viele Leute wissen noch, wo sie gestanden sind, manchmal sogar mit wem sie da gestanden sind. Das war so ein ganz, ganz starkes Erlebnis, das viele, viele geprägt hat hier im Süden. Diese Menschenkette hat auch der CDU gezeigt, dass es in der Bundesrepublik im deutschen Südwesten eine neue Form der politischen Kultur gibt. Dass so viele Menschen auf die Straße gehen, um für die Abrüstung zu werben. Dass Menschen aus Südbaden nach Stuttgart, nach Ulm fahren, dass Kinder auf der Straße stehen, ältere Leute, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, dass man Hand in Hand nebeneinander steht, um gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen zu protestieren. Das hat sogar die CDU bewegt. Sie haben trotzdem nicht gegen die Raketenstationierung entschieden. Ende November stimmen die Abgeordneten im Bundestag für die Stationierung. Und für die Mutlanger werden solche Szenen Alltag. Bei einer Alarmübung rollen amerikanische Militärtransporter über die Landstraße. Unter den Planen auf den Ladeflächen Pershing-2-Raketen. Einige besonders Entschlossene stellen sich den Atomraketen entgegen. Der Ton wird rauer. Viele Friedensaktivisten aber verlieren den Mut. Als die stationiert wurden, da waren wir dann in Mutlangen und da haben wir so einen Zorn gehabt und so ohnmächtig waren wir. Wir sahen, da war das ja Stacheldraht, wir kamen nicht weiter. Und das war also in mir, dass ich will nicht von anderen reden, aber ich war zornig, dass alles nichts geholfen hat, dass gesagt wurde, lass die demonstrieren, wir regieren. Konrad Maurer aus Urspring hat bisher die Stationierung von Atomraketen befürwortet. Aber wenige Monate nach der Menschenkette macht er in seinem eigenen Wald eine Entdeckung, die seine festgefügte Überzeugung ins Wanken bringt. Also ich weiß nicht mehr genau, wo sie genau gestanden ist, aber ich meine, hier ist sie gestanden. Hier ist die Pershing 2 gestanden. Die sind da rückwärts runtergefahren. Haben wir die Pershing aufgebaut. Da war jetzt eigentlich links und rechts viel mehr Platz als heute. In der Baumhöhe waren sie. So Baumhöhe. Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon so lange her. Ich war schön erschrocken, dass hier auch eine Rakete steht, hier in Urspring. Wo die Friedensbewegung immer gegen die Rakete war. Und das Mal stehe ich jetzt auch hier in Urspring. Direkt über dem Hirschberg. Was nur einen halben Kilometer weg. Ja, das war schon richtig, dass sie das gemacht haben damals. Das war schon richtig. Heute würde er auch mitmachen, sicher. Bilder der Menschenkette gehen um die Welt. Die Washington Post, das japanische, aber auch das DDR-Fernsehen berichten. Eine neue Aktionsform ist geboren, die sofort begeistert nachgeahmt wird. Ob sie zuletzt nicht doch etwas bewirkt hat? Schwer zu sagen. Millionen Menschen protestieren an diesem 22. Oktober in ganz Westeuropa gegen todbringende Raketen. Und dieses entschiedene Ja der Bürger für Frieden hat auch etwas bewegt. Das zumindest sagen viele, die damals in der Kette standen. Es habe Gorbatschow bestärkt, seinen Weg weiterzugehen.
als er dann, wenige Jahre später, die Initiative für Abrüstung ergreift.